Heute haben wir die Review von einer Pistole, und zwar die Heckler & Koch No Compromise Serie, der P30 Electric Pistol. Einige werden sich jetzt natürlich fragen, wieso gibt es Electric Pistolen, also elektronische Pistolen. Früher im Winter hat man mit Green Gas nicht spielen können, weil einfach die Temperaturen so niedrig waren. Und daher hatte man zur Auswahl Elektronikpistolen. Heutzutage gibt es einen sehr großen Markt an CO2-Pistolen. Und CO2-Pistolen sind um weites weniger anfällig auf Kälte wie Green Gas. Hat auch einen Energieverlust bei CO2, aber bei weitem nicht so drastisch wie Green Gas. Also früher hat man eben für die Wintersaison Elektrikpistolen gekauft. Der andere Grund war natürlich, dass sie einfach billig sind. Sind um einiges billiger wie Green Gas Pistolen. Und sind auch ein bisschen kinderfreundlicher, möchte ich sagen, weil diese Elektrikpistolen, soweit ich weiß, alle im 0,5 Joule Bereich sind. Die P30 kommt mit ein paar aber interessanten Funktionen. Der erste wäre, dass sie keinen Akku hat, sondern mit 4 3A Batterien funktioniert. Eben 0,5 Joule. Und sie hat Blowback. Der Innenlauf ist auch aus Stahl. Dazu gibt es hier mehr Informationen dazu. Im Metal Barrel. Sie hat eine Semi- und Full-Auto-Funktion. Die Magazine halten 16 Schuss. Machen wir mal das ganze Paket auf und schauen uns die P30 an. Also im Paket enthalten sind mal Heckler & Koch BBs, 0,12 Gramm. Würde ich in den Müll schmeißen, sind nicht unbedingt. Obwohl Heckler & Koch macht schon bessere BBs in den Verpackungen, die sie mitliefern. Aber dennoch in den Müll schmeißen für gewöhnlich. Heckler & Koch P30 Pistole. Und ein zweites Magazin. Hier unten befindet sich dann noch die Bedienungsanleitung. Da kann man dann noch die verschiedenen Funktionen und Setups betrachten. Das ist jetzt für uns aber uninteressant. Also hier haben wir die P30. Gleich mal vom Außen, die Markierungen sind sehr schön. Wir haben auch 6mm BBs. Hier auf dem Lauf haben wir auch wieder Heckler & Koch Markierungen. Hier unten haben wir eine Seriennummer, so wie hier unter der Rail. Es gibt auch einen Laufschutz, der mitgeliefert ist im Paket. Hier unten, also vor dem Abzug, befindet sich der Semi- und Full-Auto-Switch. Also wenn ich den Switch jetzt auch umlege, befindet er sich im Full-Auto-Bereich. Und wenn ich ihn jetzt wieder auf die andere Seite lege, befindet er sich im Semi-Bereich. Eine andere Funktion, die auch einige andere Elektrikpistolen haben, ist, dass hier unten noch ein Abzug ist. Das ist sowas wie die Sicherung. Dieser Abzug muss betätigt werden, um diesen Abzug auch zu betätigen. Wenn ich jetzt da so abdrücke, entsteht nichts. Keinerlei Action wird durchgegeben. Das Magazin wird einfach durch Drücken herausgeschoben. Im Paket enthalten sind gleich zwei Magazine. Hier unten diese Tür, wenn man sie aufmacht, befinden sich eben die 4 3A Batterien. Das drückt man dann einfach wieder zu. Das Ganze ist federgeladen. Und es ist jetzt kein Magazin drin und der Laufschutz ist drauf, es befinden sich keine BBs im Lauf oder so. Ich werde jetzt daher mal schnell einen kleinen Testschuss abgeben. Man sieht eben den Blowback. Und wenn ich eben den unteren Abzug nicht gedrückt halte, funktioniert der eigentliche Abzug nicht. Das stört nicht unbedingt in der Action, also in einer Kampfsituation oder Spielsituation, weil man die Pistole sowieso um gedrückt haltet und dann einfach nur noch abdrücken kann. Ich schalte sie jetzt mal auf Full Auto. Ja, alles funktioniert einwandfrei. Sehr viel mehr dazu zu sagen gibt es jetzt nicht. Ah, bevor ich es noch vergesse, die Schiene will ich noch testen, ob mein EX6 drauf geht. Und nein, es passt nicht drauf. Also diese Schiene hier ist nicht mit fest gemoldeten Lampen oder Lasern kompatibel. Eine, die man vielleicht drauf schrauben könnte, wäre funktionierend.